oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin moin, servus, grüße und hallo und willkommen zu einer One of a day Folge mit einer iOS App, der App Widget Center. Von dem Macher von Phoenix for Twitter zum Beispiel, Matteo Villa. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. 12,9 Megabyte groß, erfordert mindestens iOS 14.0 oder neuer. Grundsätzlich gratis. Widget Center Pro kostet Einmalkauf 5,49. Absolut wert. Also, wenn man das unterstützen möchte und so, ist es das absolut wert. Ich stehe ja mit Widgets grundsätzlich unter iOS immer noch so ein bisschen auf dem Kriegsfuß. Leider ändert sich das ja mit iOS 15 jetzt auch nicht so ganz, weil ich hatte ja zum Beispiel gehofft, dass man App-Icons mit iOS 15 einordnen kann, wie man das möchte. Das kommt ja leider immer noch nicht. Anderes Thema, es geht ja um die App Widget Center. Was macht ihr damit? Ihr könnt completely unique Widgets damit erstellen und auch verschiedene Sachen kombinieren. Images, Time and Date, Custom Text, verschiedene Symbole und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Templates und dann könnt ihr halt da irgendwie die Infos ja in die Widgets packen, die man halt reinpacken kann und die ihr braucht und euch irgendwie ein schickes Uhren-Widget machen oder ein Foto-Widget oder wie auch immer, was man da haben möchte. Ganz nette kleine App, wenn man sich damit ein bisschen rumspielen möchte. Widget Center. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.